haben den Turbo eingeschaltet. Anne-Sophie Mutter und ihr Nachwuchsensemble Mutters Virtuosi gaben gestern Abend in der großen Neumünsteraner Holstenhalle noch einmal richtig Gas. Anne-Sophie Mutter war schon 1986 beim allerersten Schleswig-Holstein Musikfestival dabei. Seitdem kommt sie immer wieder. Es ist absolut vorbildhaft, was man hier in Norddeutschland geschaffen hat, weil man eben auch ungewöhnliche Orte bespielt. Und sehr oft ist das akustisch auch sehr glückhaft. Und wenn nicht, dann muss man das ganz sportlich sehen. Und das Musikfestival 2023 hatte noch mehr Besonderheiten. Neu war der Stadtschwerpunkt. Es ging um Musik aus London. Mit London verbinden wir alle etwas. Die einen einen roten Doppeldeckerbus, die anderen vielleicht die Themse. Und es gibt uns die Möglichkeit, das auszuleben, was uns auch wichtig ist, nämlich die Musik in ihrer Vielfalt. So haben wir klassische Konzerte gegeben. Aber wir haben auch einen Londoner Singer-Songwriter wie Sam Lee kennengelernt. Times an old folk song, no longer can we stay. Das gibt uns musikalisch mehr Freiheiten, diese Städteschwerpunkte. Und trotzdem haben wir so eine Art roten Faden. Also es war eine wirklich gute Idee. Es gab auch einen Abschied zu feiern. Publikumsliebling Martin Grubinger spielte sein letztes Konzert. Aber es wurde gleich eine potenzielle Nachfolgerin präsentiert, Vivi Vasileva. All das kam gut an. Von den 197 Konzerten waren 172 ausverkauft. Unser Hirn wird ja pausenlos gefordert. Wir müssen immer Stellung beziehen. Heute zum Klimawandel, dann zur Ukraine. Und ich glaube, dass Emotionen in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz kamen. Und dieses Bedürfnis nach emotionaler Anregung, nach Trost, aber auch nach Herausforderung, das kann Musik leisten. Und ich glaube, danach gibt es einfach ein unfassbares Verlangen. Das ist die Erklärung, die ich habe für diesen gigantischen Erfolg. Auch Anne-Sophie Mutters Konzert gestern war bestens besucht. Musik 3.300 Menschen feierten die Geigerin in Neumünster.